Ein Hallo und ein herzlich willkommen. Ich bin's, euer Maselin Davidfortel und willkommen zu einem weiteren Channel. Ein Stecker wurde nicht rausgezogen. Und deswegen heute der Kanal von Let's Play German 122. Und obwohl er nichts mit dem Stecker zu tun hat, gehen wir mal direkt auf die Kanalbeschreibung und sehen aktuelle Projekte Dragon Ball Z Budokai, was irgendwie heute beendet wurde. Blattgrün Together, was vor 4 Wochen das letzte Mal lief, wenn ich richtig gesehen habe. Das kann man jetzt nicht sehen. Und The Legend of Zelda, was wir hier unten haben. Hallo Leute, mein Name ist Tom, ich bin 15 Jahre alt und besuche nach den Sommerferien die 10. Klasse eines Gymnasiums in Köln. Und Kinder, haltet draußen die Fresse bitte, danke. Skype, Let's Play German 122 und dann kommen PC-Fakten. Das interessiert uns jetzt mal hier nicht. Ich könnte natürlich alles vorlesen, aber das brauchen wir nicht. Also, du bist aktiv seit fast so lang wie ich. Und die letzte Aktivität war heute. Tada! Ort NRW in Köln und Land Deutschland. So. Also eine ausführliche Beschreibung über das, was bei dir läuft und was mit dir los ist schulisch. Schön und gut. Kommen wir zu deinem Hintergrund. Es ist ein bisschen schade, hier unten ist das schade. Vor allem, weil ganz einfach hier einfach so blau-grau. Wenn du zum Beispiel jetzt hier oben rot und da weiß hast, das heißt wenigstens die polnische Flagge. Spaß beiseite. Vielleicht würdest du, wenn du den Hintergrund selbst gemacht hast, hier vielleicht auch schwarz übergehen, also blau so ganz dunkler werden und dann schwarz. Und dann vielleicht den Hintergrund schwarz werden, das wäre noch vollkommen okay. Habe ich damals auf meinem alten Kanal gemacht, auf meinem Kanal gemacht, eher für den alten Design, mit dem Metroid und so hat es gut geklappt. Was ich noch sagen kann, auf diesem Hintergrund, was man direkt sieht, man sieht wenigstens keine weißen Ränder auf dem Anhieb. Also ich habe keine entdeckt. Wir könnten ja mal kacken und dreisten hier rangehen, aber so bin ich nicht und von daher sehen wir aber trotzdem etwas. Ist es euch aufgefallen? Links ist Dragon Ball Z und rechts ist irgendein Ego-Shooter oder Ballerspiel. Ich weiß nicht welches, es sieht auf jeden Fall von 2 verschiedenen aus, oder? Egal, die Frage stelle ich mir anders mal. Du hast zwar hier links schön Let's Play German 122 eingegeben, aber es sieht schon ein bisschen komisch aus. Sieht so nach dem Prinzip, ja, mein Kanal muss sortiert und ordentlich aussehen. Ist jeder selbst überlassen, dafür ziehe ich dir auch keinen Punkt ab. Vor allem, weil du an die schwarzen Ränder gedacht hast, dass hier keine schwarzen Ränder ist und oder weißen Kanten sind, die unschön sind. Aber hier sieht es ein bisschen abgeschnitten aus. Ich weiß nicht, ob das normal ist, weil hier sieht es auch immer... Und hier auch. Vielleicht liegt das auch nur am Cape. Nee, das ist abgeschnitten. Das ist abgeschnitten, sehe ich. Sehen wir aber nicht so böse. Rechnen wir einfach, das ist ein halber Minuspunkt hier, weil ich das jetzt gerade gesehen habe, dass das abgeschnitten ist. Und das hier ist ein mittlerer Minuspunkt. So. Und damit haben wir schon mal 2 Kriterien bewertet. Und jetzt kommt ein, was du jetzt bitte nicht falsch verstehen sollst. Aber es ist wirklich ein Punkt, der wirklich ein bisschen traurig ist, weil du kannst gut kommentieren, das hat man gehört. Das Einzige, was das Problem ist, ist das Rauschen im Hintergrund. Das habe ich jetzt hier im Video gehört, bei The Legend of Zelda, die beiden Parts. Und das ist einfach nur ein fetter Minuspunkt. Ich habe auch damals gehört, damals hattest du kein Rauschen. Ich habe auch irgendwo gehört, dass du am neuen Mikro suchst. Das weiß ich auch. Oder ein Mikro hast und das erst einstellen musst, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr genau. Eins von den beiden habe ich gelesen. Und deswegen ist trotzdem ein fetter Minuspunkt. Ich bewerte ihn nicht jetzt so hart, weil du ja selbst gesagt hast, dass du guckst, was dann besser geht. Und deswegen kriegst du auf jeden Fall ein 3/4 Minuspunkt. Und ja, sonst vom Kommentarstil her ist eigentlich vollkommen okay. Bei The Legend of Zelda habe ich noch das Intro gesehen im zweiten Part. Und da muss ich dir eins sagen. Zu laut. Viel zu laut hast du das eingestellt. Das ist ein kleiner Fehler, der nebenbei mal vorkommt, wenn man rendert. Ein kleiner Tipp.
wenn du die gleiche Lautstärke erreichen willst wie in einem vorherigen Video. Ich lade ja meine Videos hoch und behalte sie auch auf dem PC erstmal für, bis das Projekt beendet ist. Und nebenbei ist dieser nicht angekommen. Nebenbei gucke ich dann und sehe, aha, diese Lautstärke muss ich einstellen und stelle dieses Video auf dieselbe Lautstärke ein. Es geht ganz einfach, du musst nur beide Videos laufen lassen und du hörst den Unterschied. Lauter, leiser stellen kannst du ja von selber, das ist ja jetzt hier nicht unbedingt das größte Problem. Und von daher ist das leider auch ein minimaler Minuspunkt. Ich habe heute jetzt nur Minuspunkte erzählt. Gibt es auch Pluspunkte? Ja, gibt es natürlich. Ansonsten ist der Hintergrund vollkommen okay. Das ist ein Pluspunkt, der gefällt mir sehr. Schön sortiert, das ist auch irgendwie ein Pluspunkt. Du gibst dir Mühe, dich zu verbessern. Das ist wieder ein großer Pluspunkt. Das erlebt man ja nicht oft. Das ist ja nicht irgendwie selbstverständlich, dass man sich verbessert. Es gibt viele Leute, die habe ich gesehen, die haben angefangen und haben dann immer noch nach 3 Monaten gemacht. Also daher ein großer Pluspunkt von meiner Seite her. Und ansonsten eigentlich würde ich dir nur noch den Tipp geben, vielleicht, wenn es dir angenehm ist, hier die eine Playlist hinzuzufügen von The Legend of Zelda und die Playlist auch hier zuzufügen von, ja, wie heißt es jetzt, Pokémon. Die habe ich zwar da drin gesehen, aber die hast du hier nicht eingefügt. Das brauchst du nicht machen. Wie gesagt, alles nur Tipps von mir, die euch helfen sollen. Und daher würde ich erstmal gucken, wir rechnen hier aus, ein bisschen viel Minus erwähnt, aber ansonsten ein vollkommen okayer Kanal. Und wenn ich das mal so überlege, für eine 2 reicht es nicht mehr, aber eine 3 Plus würde ich dir dafür schon geben. Eine 3 Plus ist hoffentlich dir zurecht, und ja, ansonsten, das war der Kanal von Let's Play German 1-2-2. Wir Leute sehen uns wieder bei einem nächsten Let's Channel von... Ich weiß gar nicht, wer in der Reihe dran ist. Ihr werdet es sehen. Oder ihr guckt in meine Let's Plays rein und da seht ihr auch ein paar Videos. Das wäre jetzt blöd. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und Link wird unten in der Beschreibung wieder aufgeführt. Genau wie die Soundtracks und wie ihr Kontakt zu mir halten könnt und etc. etc. Einfach durchlesen, dann seht ihr alles. Und bis zum nächsten Mal würde ich erstmal sagen, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.